Darf ich vielleicht der Semperhausband die Herren mal im Einzelnen vorstellen? Da wäre zunächst der Solotrompeter der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Er spielt bei uns logischerweise auch Trompete. Er hat ein eigenes Barocktrio und einen gemischten Damenchor. Was das immer das ist, ich weiß es nicht. Deswegen hat er wahrscheinlich auch 5 Kinder. Kurt Sandau. Kammermusiker oder Kammervirtuosen sind sie alle, muss ich nicht bei jedem dazu sagen, aber das hätte natürlich jeder Einzelne ganz gern. Bei Kurt Sandau habe ich mich bei dem Trompeter etwas breiter gefasst in meinen Formulierungen. Warum? Weil Leute unter 1,65 haben das ganz gern. Der Solo-Bass-Posaunist der Sächsischen Staatskapelle Dresden, er bläst auch bei uns die Posaune, allerdings nicht die Bassposaune. Jetzt seit weniger Zeit ist er Professor Hans Homsch. Und wenn er während des Konzertes sich hin und wieder mal hinsetzen sollte, dann liegt das nicht nur daran, dass er Professor geworden ist, sondern ihn hat die Hexe heute Morgen geschossen. Ja, der Solo-Klarinettist der Sächsischen Staatskapelle bläst bei uns ebenfalls Klarinette, Joachim Mäder. Er ist von Geburt aus der Klarinettist Thüringer und ich bin auch Thüringer. Wir sind die einzigen Thüringer. Ansonsten sind es alles Sachsen. Beim Saxophonisten ist es selbstverständlich. Normalerweise ist er stellvertretender Solo-Flötist der Staatskapelle Dresden, Wilfried Gärtner. Übrigens, wenn in seiner Familienplanung alles so läuft, also ich meine jetzt den Herrn neben mir, ich weiß nicht, ob Sie ihn sehen können, mit dem Saxophon. Wenn alles so läuft, wie er sich das gedacht hat, dann wird er noch in diesem Jahr Urgroßvater. So sehen in Sachsen die Urgroßväter aus. Am Bass in der Staatskapelle ebenso in der Semperhausband Jürgen Schmidt. Zum Herrn an der Gitarre wäre noch einiges hinzuzufügen. Ich kann nicht alles sagen. Er ist ein Alleswisser, ein Alleskönner. Er schreibt auch die Arrangements der Semperhausband zusammen mit Professor Hans Homsch. Er ist obendrein noch Diplom-Ingenieur. Er könnte also auch an allen Instrumenten, die Sie hier sehen und hören, eine gute Figur machen. Er ist ein Leibniz unserer Zeit. An der Gitarre richtet er den geringsten Schaden an, deswegen bin ich dort überhaupt. Ein Oboe der Staatskapelle sitzt am Schlagzeug, Wolfgang Klier. Ebenfalls Oboe spielt er in der Staatskapelle und Englischhorn noch und Oboe d'Amour. Sehen Sie sich an, unser Pianist Peter Thieme. Mein Name ist Gunter Emmerlich und ich führe hier durchs Programm. Come on, dear, it's Gottfried Sandberg's Ragtime Band. Come on, dear.